Hi Leute, einen schönen ersten Advent wünsche ich euch. Ich hatte euch ja vor kurzem die Weihnachts-PDF vorgestellt. Also diese hier mit 21 Rezepten. Und ich hatte in dem Video auch gesagt, dass wir uns entschieden haben, kein E-Book zu machen, weil das einfach zu kompliziert ist und so weiter und so fort. Ja, nachdem wir das fertig gemacht hatten und hochgeladen haben und das auch bei euch ziemlich gut ankam, haben wir uns dann doch nochmal rangesetzt und haben damit so ein bisschen rumgespielt und ja, haben es jetzt doch geschafft, das Ganze in das E-Book-Programm zu übertragen. So, ja, das ist jetzt das Weihnachtsrezepte-Kochbuch, also die Weihnachtsrezepte-Sammlung, auch als E-Book gibt. Ja, den Link findet ihr wie immer unten. Ja, letztes Mal haben ja auch einige von euch bemängelt, dass ich nicht gesagt habe, dass die PDF 5 Euro kostet. Und ja, das ist immer noch so. Allerdings, das E-Book ist ein bisschen teurer. Und zwar 7,49 Euro. Da ja, die Marge da sehr viel geringer ausfällt. Das heißt, für mich kommt im Endeffekt immer noch weniger raus, obwohl ihr mehr bezahlt als für die PDF. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ja, ist leider so. Von den Rezepten her ist es genau das Gleiche. Wir haben halt gedacht, das sind einfach nochmal für die unter euch, die vielleicht diese Kindle-App auf dem Handy haben oder auf dem iPad oder ja, auf dem Computer macht es nicht wirklich Sinn, dann doch lieber die PDF. Also für die unter euch, die lieber damit arbeiten, anstatt sie das Ganze auszudrucken oder halt mit dem Laptop in die Küche zu rennen, ja, wollte ich bloß nochmal ansagen, dass das jetzt auch nochmal als E-Book gibt für die unter euch, die das lieber so haben möchten. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Kochen und Backen, einen schönen ersten Advent noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!